Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo. Ja, wir waren glaube ich hier irgendwo stehen geblieben. Wird wohl so sein, wenn ich hier starte. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen hier weiter. Ah, die Schrotflinte behalten wir mal. Wo ging es denn hier weiter? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist schon was länger her. Aber hier, wo Feinde sind, scheint es wohl gut zu sein. Scheint wohl der richtige Weg zu sein, Leute. Ich muss mich nochmal an die Steuerung gewöhnen. Und ich hoffe, ich gehe gerade richtig lang. Weil, ja, wie gesagt. Ist schon fast zwei Wochen, wollte ich schon sagen. Ist schon ein paar Tage her. 2 Wochen, ist klar. Junge, Junge, Junge. Oh, 53 Schuss für Schrot. Das finde ich doch mal nett hier. Kann ich dich nicht? Naja. Weil hier, wo Gegner sind, scheint es schon weiter zu gehen. Alles klar, dann machen wir mal den Weg hier frei. Nein, wir sind keine Bank, aber wir machen trotzdem den Weg frei. Weg frei zu machen ist immer eine gute Sache. Upsala. Ich muss mal das Mikrofon ein bisschen anders platzieren. So. Für mich ist das besser und ob das für euch besser ist, weiß ich nicht. Das müsstet ihr dann hören. Kontrollpunkt, okay. Weil ich hier auch die Schrotflinte bei dem Großen benutzen kann. Denn da stirbt er sowieso sofort. Ich glaube aber nicht, dass es hier weitergeht. Also hier wird es wahrscheinlich irgendwo weitergehen, aber ich weiß nicht wo. Sind wir überhaupt? Na egal. Wird schon richtig sein. Hier vielleicht? Kann ich nicht sagen. Ah, scheint aber richtig zu sein. Da wo Gegner sind, muss es immer weitergehen. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass hier Gegner sind. Zumindest waren wir hier noch nicht, sagen wir es mal so. Natürlich muss es nicht unbedingt weitergehen, aber hier waren wir noch nicht. Das sieht halt alles so bekannt aus für mich gerade. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Kann aber auch sein, dass er einfach die Level-Architektur kopiert haben. Ja, das klingt plausibel. Warum auch nicht? So spart man sich Arbeit. Ach, warum soll ich die bekämpfen? Geben mir doch nichts. Na ja, manchmal stehen die wieder auf. Wenn die schon am Boden liegen. Nee. Könnt mich mal. Oh, gut. Bisschen was zum Einsammeln hier. Komm. Haut nicht ab. Kommt doch runter. Aber der Schrotflinte reicht Gott sei Dank immer einen Schuss eigentlich. Zumindest habe ich das so in Erinnerung hier. Gut, mal schauen, wie weit wir kommen. Yep. Geht's hier hoch oder geht's hier unten weiter? Das ist halt eine Frage, ne? Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Hierher kommen wir doch, oder? Dann müsste es da lang gehen, aber... Ja. Anscheinend schon. Diese Geräusche hier. Oder nee, hier waren wir wahrscheinlich. Dann müssen wir zum anderen Gebiet weiter. Kann ich hier nochmal nachprüfen?
Ja, hier liegt ein Toter, also waren wir hier. Dann müssen wir... Boah, diese Geräusche nerven ein. Hören sich hier nicht ekelhaft an. Hier lang. Gehe ich mal stark von aus, ne? Da gehe ich stark von aus. Ja. Die Musik verändert sich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Nee, nee, nee. Kommt her. Ja, Saft. Pressen. Oder wie auch immer. Gut, hier ist noch einer, aber... Den werden wir mal getrost ignorieren. In der Hoffnung, dass wir einen Weg noch weiterfinden. Kann ja nicht sein, dass hier einfach nichts ist. Ich muss mich genauer umschauen. Hatten wir ja schon im letzten Video. Wo ich nicht weitergefunden habe. Weil ich mich nicht genau umgesehen habe. Das soll mir aber hier nicht nochmal passieren. Komm. Gute Frage. Geht's ja weiter. Hier unten schon mal nicht. Ich nehme an, da oben oder so. Ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Oder kommen wir überhaupt da hoch? Aber wie es aussieht, erstmal nicht. Mal nicht. Schade. Ich würde gerne einen Weg da draußen finden. Ich will hier weg. Das habe ich aber auch immer gehasst, das Gebiet hier. Ja, das ist ein Kackgebiet. Das geht mir voll auf die Nerven, Leute. Ja, es sieht alles auch sehr gleich aus. Das da oben sah genauso aus wie das hier unten. Wir sind ja weiter nach unten gefahren. Ah, hier. Ja gut. Muss man aber auch erstmal drauf kommen, ne? Und ob das wirklich wichtig ist, das sehen wir ja, ne? Komm, hier, nimm das. Ich finde schon einen Weg, Leute. Hier, wir sind jetzt hier oben. Kann ich das aktivieren? Ja, kann ich. Ja doch, wir sind schon ein Stück weiter. Ah, hier sind auch die Elite und die Menschen-Zombies. Wobei der Mensch hält ein bisschen mehr aus. Warum auch immer. Vielleicht muss man den in den Kopf schießen. Wie Zombies halt, ne? Wird schon klappen. Ist ja nicht so, als wären die unsterblich. Nichts ist unsterblich. Puh. Wir sind schon mal wieder am Fahrstuhl. Oder Aufzug. Ist doch das gleiche. Diesmal geht's wieder nach oben. Okay. Sind Sie da? Wir irren schon seit Stunden hier herum. Als wir den Kontakt zum Rest verloren hatten, gingen wir Richtung Treffpunkt und dann haben uns diese Dinger überfallen. Wir müssen hier raus. Ja, wir müssen hier raus, Leute. Ein paar hundert Meter von Ihrer Position ist der Turm. Versuchen Sie aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen. Dann kann ich runter und Sie aufsammeln. Alles klar. Gut, dann machen wir das mal, Leute. Endlich wieder frische Luft. Musik wirkt schon ein bisschen bedrohlich. Aber wir haben es ja auch mit beiden Gegnern jetzt zu tun. Also der Allianz und den Untoten.
oder wie ich sie nennen soll. Zombies, Flut, Flood. Flood ist der richtige Name, ne? Oder ist nicht Flut? Ach, egal. Wie man das ausspricht, ist jetzt nicht das Wichtigste. Eigentlich sollte ich meine Schrotflinte nicht für so Luschengegner verschwenden. Das können die NPCs eigentlich auch machen. Ja, dann lasse ich die das mal machen. Eigentlich muss ich niemanden töten. Ach komm. Ey, ihr scheiß Zombies, geht mir nicht auf den Sack. Oh, Entschuldigung. Oh, ich wollte doch gar nicht töten. Lassen die sich von so... Oh Gott. Die meisten Soldaten sind schon tot. Sehr nützliche Soldaten, muss ich mal sagen. Sehr, sehr nützlich. Oh Mann, die können ja gar nichts. Kein Wunder, dass die Menschen hier am Aussterben sind. Wenn die alle so scheiße sind. Das heißt am Aussterben, aber wir sind auf jeden Fall am Verlieren. Mit der Pumpgun, ab zur Bank, Mann. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Ja, ich sollte aufhören zu singen. Ah, das ist der Beobachter, oder wie der nochmal heißt. Hihihihihi. So, Beobachter. Kommt ihr mal? Aber sie helfen einem, das gut. Guten Tag, ich bin der Illuminat von Einrichtung 04, 343 Guilty Spark. Jemand hat die Flat freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass Sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige Ihre Hilfe. Bitte, hier entlang. Oh mein Gott, Teleportation. Wie, wo waren Sie? Wo bin ich? Ist die bessere Frage. Wo bin ich? Ich hoffe, ihr habt gerade diese Soundfehler nicht, die ich gerade höre. Wir müssen den Index mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Alles klar. Wir sind im Archiv und haben unsere Schrotflinte nicht mehr. Toll. Tolle Wurst. Ja. Die Spurenbeutel sind auch schrecklich. Die nerven einen richtig. Ich sollte mal drauf achten, wo ich lang gehe, ne? Ja, wäre vielleicht von Vorteil. Dann würde das nicht passieren, was gerade passiert. Ich werde überrannt. Eiskalt überrannt. Gib mir deine Schrotflinte. Boah, ich hasse das. Ich hasse diesen Abschnitt so sehr. Der geht auch immer weiter, der Abschnitt hier. Und immer mehr Gegner. Ist ein langer Abschnitt, aber ich habe es nicht durchgespielt, wenn ihr das wissen wollt. Also ein bisschen blind ist das für mich später schon. Okay. Ho, ho, ho. Kommt her. Gut, das ist der einzige Vorteil. Wenn die explodieren, kriegen die anderen in der Nähe auch Schaden. Der Nachteil hier halt, das sind zu viele Gegner. Wie ihr bereits sehen könnt.
zu viele. Kann er mal aufhören nachzuladen? Danke. Ja Leute, aber hier mache ich eine Pause und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Also ciao.